Welcome back to another German food review, and it's tortilla time. Tortilla with salsa dip, chili, so I guess it will be hot, and I hope it will be hot. Buenos, okay. This stuff is from Netto, the black Netto, made by Kreta Food. Lerte, no idea. 190 gram, 1 euro and 50. 100 gram tortillas and 90 gram of dip. Interesting mix, isn't it? Okay, calories. One serving. 200. Okay, let's say the whole box, 550 calories, right? A lot of salt, of course, should be salty. Chili and salt is very nice. And fat. Alright. corn. Flour. And where's the chili? I don't see the chili. There's. There is chili, no percentage, unfortunately, yeast extract and so on. And the salsa sauce, tomato stuff, onions and so on. Let's just taste it, right? Price, 1 euro and 50. Here's the price, 1 euro and 50, nachos and dip. Let's open it. And there's no suggestion to heat it up or not. But I want warm tortillas, I think. Okay, let's open the box. Foolproof. As you can see, oh, that is quite shiny. That's not good. Let's open this. Here they are. Sniff test. It smells like fat or so. No idea. Here's the dip. Quite a lot of dip. A few tortillas, and let me put them. Actually, I can heat up the box, right? Should I put the stuff into the box? No. Let's do that right here. Just come out a few. Alright. A few seconds in the microwave, back in a sec. So, here they are, still warm, just a few seconds. The dip is not warm, I guess that's okay like that. I hope, if not, we'll heat it up. So, let's try it here in the tortillas, triangle shape. Let's try it right. Here we go. Sour, chili, a little bit, you have to heat that stuff here up very carefully, otherwise it will burn like hell. Well, they look fine. Here we go. The dip is quite tasty. It's not too hot. It burns just a little bit. And it's salty. And that's a good mixture, right? 100 gram of tortillas and 90 gram of dip or so. What was it? Yes, 90 gram. Oh, tastes like tortilla. Like every other tortilla out there. It's okay. Nice and salty. Chili a little bit. Tortilla flavor. And warm. Is it better than cold? Let's try a few cold ones. Here they are. On the floor, man. Let's try it. Here we go. No, warm it better. Warm it is better. Damn you. A different aroma. Let's try two at once. Here we go. I like the dip actually.
Yeah, chili and salt is really good. It burns. Here we go. Is 150 too high? What do you think? I mean, a bag full of tortilla isn't expensive. The cheap ones, what is it, 300 gram? 1 euro or something like that? Well, you get the dip, right? And the box, if you care about that. Nice. I like it. Tortillas, right? Nothing special, nothing bad. Ooh. But the dip is nice. Nasty seasoner. Alright. Sugar. Jalapeno. Pepper, what the hell? No idea. But yeah, it's a nice mixture. I like the dip. It's actually quite hot, so if you're very sensitive, this is not for you. If you're really hardcore, there's nothing, but it's nice. It's not too distracting. It just burns a little bit. All right. Thumbs up for the black netto. Buenos tortillas with salsa dip chili. They say chili and it's hot, right? It's good. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt Tortillas mit Salzadip Chili. Und zwar vom schwarzen Netto. Ich glaube, die Dinger hier gibt es irgendwie fast in jedem Discounter ab und zu mal. Habe ich auch mal von Lidl gehabt, glaube ich. Hier sind drin 100 Gramm Tortillas, 90 Gramm Dip. Klingt erstmal komisch, aber ist eine gute Mischung. Könnten ruhig 100 Gramm Dip sein. Okay. Ist hergestellt von Kreta Food. Lehrte. Keine Ahnung, wo das ist. Ist natürlich ein Mais-Snack. Ja, Tortillas schmecken irgendwie immer gleich. Glaube ich. Okay, das sollen ja auch gar keine speziellen sein, sondern einfach nur Tortillas. Mit einem schönen Chili-Dip. Und da steht ja Chili drauf. Mal gucken, ob er auch wirklich scharf ist. Man bekommt hier so eine Box. Macht man drauf. Und dann kann man sich den Nährwert angucken. Und zwar kann man sich das ganz leicht ausrechnen. 55 Kalorien pro Box. Und sehr viel Salz. Ja, Salz und Chili passen immer sehr gut zusammen. Ah, hier 50 Gramm Tortilla-Chips, 45 Gramm Salzadip. Okay. Fett ist ein bisschen drin natürlich. Und ganz wenig Zucker. Und hier seht ihr die Zutaten. Maismehl. So, ihr müsst natürlich Tortillas mögen, um das hier zu mögen. Ja, Tortillas sind irgendwie, keine Ahnung, kann man essen, aber ist jetzt nichts Besonderes irgendwie. Bitte fokussieren. Zucker, Hefeextrakt ist drin. Okay, Chili hier und Zwiebelpulver, Raucharoma. Und was ist denn eine Jalapeno-Paprika? Ist das ein spezielles Wort? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind da gehackte Tomaten drin, 22% und Tomatenmark 20%. Ja, die kommen hier in so einen Beutel, der spiegelt ein bisschen, deshalb ist der off-camera. Aber ich werde jetzt mal hier noch welche rausholen. Hier könnt ihr reingucken. So sieht es aus von innen. Und hier sind die Kollegen. Ich werde mir noch ein paar saven. Und zwar, sagen wir mal, die hier. Und den Rest werde ich einfach mal in die Mikrowelle hauen. Goodness sake. So, hier ist ein Fleck. Den machen wir jetzt weg. Und ja, man muss natürlich aufpassen, wenn man die hier warm macht. Habt ihr die schon mal zu lange drin gelassen? Ich habe es schon mal gemacht. Das stinkt wie, keine Ahnung was. Auf jeden Fall tagelang kann man dann die Mikrowelle nicht benutzen. Wie auch immer, diesmal habe ich aufgepasst. Nur ein paar Sekunden, 360 Watt oder so. Keine Ahnung, 30, 40. Und hier ist der Dip. So sieht der aus. Sniff-Test. Riecht schon gut. Tomatig und irgendwie würzig. Ja, Tortillas sind halt, okay, schmecken wie diese Dinger, keine Ahnung, was sind das, 300 Gramm Beutel, die man da überall kaufen kann? Genau so schmecken die. Aber ich werde mal den hier kosten. Warm schmecken sie mir ein bisschen besser. Kalt schmecken sie auch nicht so schlecht. Irgendwie
Und die war ein bisschen salziger oder so. Wie auch immer. Wir haben hier einen Dip. Wir haben mal eintauchen. Ja, schöne Schaufel. Here we go. Ja, manchmal sind die Dips ein bisschen langweilig so. Aber der schmeckt ganz lecker. Der ist auch ein bisschen scharf, wenn ihr richtig empfindlich seid. Ist der nichts für euch. Der brennt natürlich nicht richtig böse. Nur so ein bisschen. Ohne abzulenken. Here we go. Ja, und warm. Schmeckt irgendwie ein bisschen besser. Aber ihr könnt auch kalt dippen. Die kühlen ja auch schnell ab, sind schon fast kalt, ja. Ja, es ist zu teuer. Kostet 1,50. Hier ist der Preis, 1,50. Nacho Dip. Nacho und Dip. Ja, wenn man so eine Büchse haben will, geht das schon. Also eine ganz schöne Platzverschwendung. Ich glaube, man sollte hier drin. Hier steht gar nichts drauf von Aufwärmen oder so. Ich hatte mal, glaube ich, Lidl-Dinger. Die konnte man aufwärmen. Oder stand zumindest drauf. Aber ist ja kein. Ist kaputt gegangen. Oh, naja, muss man einen anderen nehmen. Mal kosten. Hier, jo. Ja, der Dip ist geil. Schön salzig. Schön scharf. Ist aber nicht zu scharf. Kann jeder eigentlich essen. Außer ihr seid richtig empfindlich. Aber ist genug. Ist da auch Hefeextrakt drin? Nee, wa? Nee. Schmeckt wie geil. Was ist denn das davon? Vielleicht ist das Jalapeno-Aroma möglich. Schmeckt auf jeden Fall lecker. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine andere gab. Bestimmt, hier. Okay, Krümel. Jalapeno-Stückchen, denke ich mal. Oh, ein ganzer Haufen. Ja, die kann man nun nicht dippen. Muss man so essen. Ihr habt ja auch schon mal gekostet, warm oder kalt. Ich habe das Gefühl, die sind warm, etwas salziger. Kann das sein. Und den nehmen wir mal noch dippen. Here we go. Ja, schmeckt auf jeden Fall lecker. Der Dip eigentlich nur, die Tortillas schmecken halt wie die 200 Gramm Säcke. Hier go. Mmh. Ah, schön warm. Der gefällt mir gut hier. Okay, ja, Rating klar. Daumen nach oben für Netto. Kreta Food. Leckerer Dip. Normale Tortillas. Gute Mischung. 100 Gramm, 90 Gramm passt gut zusammen. Ja, 1,50, keine Ahnung, ob es zu teuer ist. Muss jeder selbst entscheiden. Schmeckt auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.